Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Ich kann endlich mal wieder was aufnehmen. Ich habe mal wieder Zeit, weil wir haben heute den 1. Mai. Es ist Feiertag und ja, ich habe wie gesagt Zeit. Denn ich habe zwar die ganze Zeit Lust gehabt aufzunehmen, bloß das Problem ist, dass ich momentan sehr viel Zeit für Uni und Freunde brauche, weil ich habe total viele Leute kennengelernt, total viele neue Leute, die alle ziemlich cool drauf sind. Und mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht und ich habe halt ein echtes Leben gehabt und ich habe es immer noch, deswegen, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in Zukunft habe. Ich versuche aber immer wieder mal wieder aufzunehmen, wie zum Beispiel jetzt. Wahrscheinlich nehme ich heute auch mehr auf, aber naja, wie auch immer. Nur so viel dazu, warum jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, bla, nichts gekommen ist. Aber das ist jetzt auch egal. Ich bin auch noch ein bisschen krank gewesen, das ist zu allem Überfluss, also mal wieder. Das zweite Mal schon dieses Jahr, innerhalb eines Monats, glaube ich sogar, oder innerhalb von 2 Monaten. Ja, ich habe halt viel mit Leuten zu tun gehabt, ich habe mich angesteckt, kannst du nichts machen, also vielleicht hört man mir das noch an. Mein Hals ist noch so ein bisschen kratzig, aber ich denke mal, das geht jetzt hier in Ordnung. Ich klicke auf Fortsetzen und dann machen wir mit dem zweiten Kapitel weiter. Und zwar um 7.31 Uhr, also 19.31 Uhr. Da machen wir mal weiter. Und ich habe im ersten Part gesagt, ich möchte dann immer so halbe Stunde Parts machen, bla bla. Aber ich hatte nicht mehr dran gedacht, dass das Spiel eine Kapitelstruktur hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde einfach in jedem Part ein Kapitel machen, sodass wir halt genauso viele Parts wie Kapitel haben. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Dann wird man nicht so aus dem Spielgeschehen rausgerissen, sondern bleibt drin und hat die Spannung und es passt halt einfach. Man hat viel bessere Segmente. So, wer bin ich? Warum wurde ich getötet? Der Einzige, der mir diese Fragen beantworten kann, ist der Mann, der meinen Mord befohlen hat. Am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der mich töten ließ. Unser Treffen. Es geht alles so schnell. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür bereit bin. So, und da kommen wir also an. In dem komischen Raum, den wir schon mal gesehen haben. Also durch die Telefonleitung. Oh ja, wenn das stimmt, was hier in der Akte steht, könnte uns diese Frau eine ganze Menge Ärger machen. Wir müssen sie beseitigen. Heute Nacht noch. Verdammter kurzsichtiger Diego. Sein Können ist so erbärmlich wie sein Augenlicht. Keine Sorge, Boss. Ich habe den nächsten Schritt bereits in die Wege geleitet. Ja, dieses Computerpult lässt sich nur durch Draufhauen betätigen. Aber so einen Raum hätte ich auch gerne. Also mit so einem Kronleuchter, der dann hochfährt und ein Beamer rauskommt, das hat was. Vor allem, dass sich das Bild dann einfach umdreht. Das hat großes Potenzial. Das wäre ziemlich cool. Kann man wohl wahrscheinlich hier in meiner Wohnung nicht einbauen, weil ich dafür die Wand einreißen müsste. Aber ich hätte es trotzdem gerne. Vielleicht später mal, wenn ich ein Haus habe. Das wäre cool. Ja, aber das Letzte, was ich erwartet hatte, war, mit dem Ziel selbst zu sprechen, wenn auch nur per Telefon. Zugegeben, für einen Moment bin ich ganz schön aus dem Konzept gekommen. Uahaha. Was ist das für ein Ort? Diese komischen, luxuriösen Möbel, diese komische, feine Musik und diese komische kleine Maschine. So ein Zimmer habe ich noch nie gesehen. Aber eines ist sicher, diese Leute sind Auftragsmörder. Und noch viel schlimmer, die rothaarige Frau ist eines ihrer Ziele. Diese Akte, die der Mann da hat. Vielleicht finde ich daran mehr Informationen über meinen Rotschopf. Ja, den Rotschopf sieht man da hinten auch nochmal. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Ja, die werde ich natürlich nicht lesen, denn da habe ich ja im ersten Part schon gesagt, warum. Trickzeit! So, dann wollen wir mal gucken. Wir können durch das Telefon zurück. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja erstmal hier was herausfinden. Und wir können nichts erreichen, außer die Akte oder den Ordner. Aber den können wir untersuchen, theoretisch. Hey, was sagt er? Ja, wie lange noch, mein Bester? Wir sind dabei, die Zusatzbatterien aufzuladen, Boss. Wir sollten in 30 Minuten fertig sein. Ja. Aber verdammt sei dieser Jigo. Von Jahr zu Jahr wird seine zuverlässige Reichweite kürzer und kürzer. Im nächsten Gehaltsumschlag wird er nicht die Art Kohle finden, mit der man im Laden zahlt, verdammt. Darf ich vielleicht eine Brille in seinem Umschlag vorschlagen? Das wäre natürlich eine sehr gute Idee. Aber nun gut, untersuchen wir den Ordner mal. Vielleicht steht da was Interessantes drin. Diese Akte scheint Informationen über den Rotschopf zu erhalten.
aber ich kann sie nicht lesen, solange sie zu ist. Oh, sie ist aufgegangen. Wir haben sie aufgemacht und er hat sich erschreckt. Lieber Himmel, hast du das gesehen? Die Akte hat sich umgedreht und nach mir geschnappt. Sie hat mir ja beinahe den Kopf abgebissen. Keine Sorge, Boss. Ich habe schon dafür gesorgt, dass Fräulein Lynn keine Bedrohung mehr darstellt. Bah, davon rede ich nicht, Mann. Lynn also. Das muss ihr Name sein. Aber diese Akte, sie scheint in einer fremden Sprache geschrieben zu sein. Ich kann sie nicht lesen. Darf ich vorschlagen, dass Sie die Akte weglegen und sich entspannen, Boss? Und bam! Ja. Wow, was ist das? Nicht schlecht. Also, sowas hätte ich auch gerne. Stellt euch das mal vor, wenn ihr dann so Schränke und Aktenregale irgendwo hinter Bildern habt. Also, den Bildergeschmack teile ich jetzt nicht so, was er da hat. Das ist so ein bisschen, naja. Das wirkt mir, ist für mich auch alles zu prunkvoll. Also, diese ganzen Verzierungen und so, das ist nicht meins. Ich mag es lieber schlichter. Aber man könnte dann ja auch andere Bilder einfügen und so. Das hätte ich schon gerne. Sie haben heute noch einen wichtigen Auftrag vor sich. Weintrauben. Yum, yum, yum. Verdammt. Das ist ungünstig. Das Telefon und ich wurden einfach weggepackt. Und alles, was ich erfahren habe, ist der Name Lynn. Was für ein komisches Zimmer das hier ist. Ich bin über die Telefonleitung hierher gereist, aber wo genau ist hier? Und wer genau sind diese Leute? Tja, das ist eine gute Frage. Was haben wir denn jetzt? Also gut, wir können jetzt immerhin, da wir hier hochgepackt wurden, woanders hin, in die Lampe, in den Projektor. Und das war's. Und da kommen wir immer noch nicht hin. Aber wir können ja den Projektor runterlassen und damit weiter nach unten. Und vielleicht bringt uns das irgendwas. So, Trick. Haha, ich habe ihn wieder erschreckt. Das ist natürlich gut. Nein, ich kann nicht Trick drücken. Himmel verdammt, willst du, dass ich Wahnvorstellungen bekomme? Tut mir leid, Boss, aber ich habe sie nicht angerührt. Die Ausrüstung scheint noch immer nicht richtig zu funktionieren, Boss. Bah, diese ganze Technologie ist zwar schon eine feine Sache, aber irgendwie ist sie dann schon ein bisschen, nun, daneben. Ja, jedenfalls, ich will das Gesicht unseres aktuellen Ziels nicht sehen, mein Bester. Wie Sie wünschen, Boss. Darf ich dann einen Vorschlag machen? Nein, ich kann den... Oh, ich würde... Oh, das bin ja ich. Hey, das... Ja, Sissel. Wenn unser Deal heute Nacht glatt geht, haben wir die Macht, die Welt zu verändern. Ja, eine sehr wichtige Nacht, in der Tat, mein Bester. Wir können uns keine Fehler erlauben. Und darum können wir auch diesem Sissel nicht trauen. Nein, wir müssen sehr vorsichtig sein. Interessant. Was haben wir mit denen zu schaffen? Sissel. Das muss mein Name sein. Jetzt, da ich ihn höre, klingt er vertraut. Ein Deal also? Worum dreht es sich dabei wohl? Und was genau hatte ich bloß vor? Ich mag die Musik, die ist toll. Ey, nein, ich will... Oh. Ich wollte doch runter ins Bild. Mano. Wir sind bestens für heute Nacht vorbereitet. Nicht, wenn ich irgendwie was daran ändern kann. Wobei, ich muss erstmal rausfinden, was die überhaupt vorhaben. Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Früchte unseres Erfolges ernten. Und dabei ist der Früchte, das ist... Hey, und die Traube wächst nach. Eines ist klar. Diese Schurken scheinen mich zu kennen. Und noch etwas. Es scheint eine Verbindung zwischen mir und dieser Lynn zu geben. Warum sonst würden hier unsere Namen im gleichen Atemzug fallen? Wow. Wir achten auf die Traube. Wenn er abbeißt, so eine ist weg und dann wächst eine nach. Okay, ich lasse den Projektor nochmal runter, denn ich möchte irgendwie da unten in den Kern rein. Und dazu müssen wir irgendwie runterkommen. Oder so. Genau, von hier aus kann ich ins Gemälde. Das ist natürlich noch besser. Wo hast du deinen Kopf, Mann? Ich habe doch gesagt, ich will das Gesicht jetzt nicht sehen. Tut mir leid, Boss, aber es scheint wieder eine Fehlfunktion zu geben. Nun, dann reparier es, bevor ich hier gleich eine Fehlfunktion bekomme. Natürlich, Boss. Und bam. Ach ja.
Das ist cool, wenn man ein Gerät hat, das wirklich nur durch Schlagen funktioniert. Und ich kann euch gleich beweisen, dass es nur durch Schlagen funktioniert. Diese Typen haben mich ermordet und jetzt jagen sie die Rothaarige. Was für eine Art von Verbindung hatten wir bloß? Dieses Zimmer macht mir Gänsehaut, mein Bester. Diese sich drehenden Bilder und was nicht alles, das erschreckt selbst den stärksten Mann. Verzeihung, Boss. Das Zimmer wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Wir sind noch dabei, die Macken zu beheben. Ja. Ich hoffe, dass das alles ist, was hier nicht stimmt. Himmel, wie soll ich denn hier entspannen und meine Trauben genießen? Ach, du wirst nicht entspannen. Niemals. Kann ich in dem Obst irgendwas machen? Nö. Dann bedienen wir mal die Steuerung und jetzt kann ich euch beweisen, dass es durch Schlagen funktioniert. Und zwar, ich mache Trick und BÄM, ich hau selbst dagegen. Und dadurch wird das aktiviert. Und das Obst fällt einfach runter. Was für eine Verschwendung. Jämmerlich, wenn schon ein Telefon mich erschreckt, das nicht einmal klingelt. Wird gleich zweimal hintereinander erschreckt. Der Arme, irgendwie tut er mir ja leid. Aber irgendwie auch nicht, denn er hat befohlen, mich umzubringen. Also, er hat's verdient. Gleich zweimal vom gleichen Telefon erschreckt zu werden, ist noch viel jämmerlicher. Bah! Das Problem muss behoben werden, Boss. Das Fräulein-Lin-Problem, Boss. Was? Lin? Ja. Hast du nicht gerade vom nächsten Schritt gesprochen, mein Bester? Ja, Boss. Ich habe einen Schritt voraus Tengu zu ihrer Wohnung geschickt, Boss. Was die alles für einen Namen haben. Kurzsichtiger Jigo, einen Schritt voraus Tengu. Dieser Anruf muss deine Meldung sein, Boss. Sehr gut, sehr gut. Lin ist wieder in Gefahr. Schnell, wir müssen zum Telefon. Wir müssen nicht die Leitung wieder abhören, Dings. Da ist er. Hier ist ein Schritt voraus, Tengu. Ich bin jetzt in der Wohnung des Ziels. Und? Raus damit, Mann. Ist sie erledigt? Nein, sie ist noch nicht zurück. Was? Das hat schon seine Richtigkeit. Wenn das Ziel zuerst hier wäre, würde man mich dann einen Schritt voraus, Tengu, nennen. Der, wo er recht hat, hat er recht, ne? Was auch immer, Mann. Aber wenn du sie erledigt hast, werde ich zum Oberkiller befördert. Bah, nein, Mann. Jetzt bist du sogar mir einen Schritt voraus. Wir können dann nachher noch über mein neues Gehalt reden. Wie der sich einfach seinem Boss gegenüber verhält. Großartig. Meine Güte, jetzt bist du sogar deinem letzten Schritt voraus, einen Schritt voraus. Ich gehe jetzt wieder in die Arbeit, Boss. Verdammt, er war mir sogar beim Auflegen einen Schritt voraus. Oh Mann. Nachverfolgt, wunderbar. Wir sind wie die Polizei, wir können Leitung nachverfolgen. Lins Wohnung. Was hat er gesagt, Boss? Er wollte eine Gehaltserhöhung. Und was werden Sie tun, Boss? Vielleicht gebe ich ihm etwas von Jigos Lohn ab. Lebt Jigo überhaupt noch? Ich meine, wir haben ihn platt gemacht. Ich glaube, ein Mensch kann es eigentlich nicht überleben, wenn so eine große Stahlkugel auf ihn drauf fällt. Lin, ich darf sie nicht verlieren. Sie ist meine einzige Spur zur Lösung meines Rätsels. Ja, dann würde ich mal sagen, mach den Trick. Wir reisen aus diesem Luxussalon zu Lins Wohnung. Denn das ist momentan unsere einzige Spur. Wir können jetzt hier nichts mehr machen. Und das ist wohl das Sinnvollste, was wir jetzt tun können. Denn wir können die Akte ja nicht lesen und... So, wie sieht es denn hier bei Lin in der Wohnung aus? Erstmal ein Typ mit einem Snipergewehr. Das ist natürlich nicht so schön. Und ein toter Hund. Oder er schläft nur. Die Telefonleitung hat mich zu Lins Wohnung geführt. Zum Glück ist Lin noch nicht da. Der Auftragsmörder aber leider schon. Und wie es scheint, warten noch einige andere böse Entwicklungen auf mich. Oh, eine gefesselte Dame. Es scheint, als habe eine kleine Dame heute Abend großes Pech. Und noch schlimmer geht es dem armen kleinen Hündchen. Ich hab's heute mit dem Reden, tut mir leid. Der arme, tapfere kleine Krieger. Das ist halt bei dem Spiel halt auch so doof. Also, was heißt doof? Ich mag das Spiel, ich liebe das Spiel, aber es sind halt sehr viele Texte. Das ist jetzt für ein Let's Play wahrscheinlich nicht so gut geeignet, aber ich möchte es euch einfach zeigen, weil es war halt auch auf sehr vielen Best-of 2011-Listen von vielen namhaften Seiten. Also ich habe das sehr oft gesehen, aber es hat keine Sau gespielt. Und ich habe es mir, wie gesagt, direkt am Launch geholt. Also, hey. I played it before it was cool. Ah, ich bin ein Hipster. Hey! Nein. Er muss versucht haben, sein Frauchen zu retten.
wenn Lynn jetzt nach Hause käme. Ich muss etwas gegen diese Lage unternehmen, und zwar schnell. Trickzeit. So. Dann schauen wir mal. Wir können in den Klappschuh, das bringt uns nicht. Die Tür können wir öffnen, das bringt uns auch nicht. Sonst ist hier nichts in der Nähe. Das heißt, wir gehen einfach mal in die Leiche von dem kleinen Hundchen hier und hoffen, dass wir bei ihm auch die Zeit 4 Minuten vor seinem Tod zurückdrehen können. Und vielleicht können wir dann ja was verändern. Und es scheint zu funktionieren. Wunderbar. Da ist eine Seele. Huch, wo bin ich? Und viel wichtiger, wer bin ich? Wer bin ich? Redest du mit mir? Natürlich. Siehst du denn hier sonst noch jemanden? Tote haben keine Stimme. Ihre Gedanken gelangen direkt in den Kopf der Leute. Das dürfte wohl erklären, warum dieser Hund mit mir sprechen kann. Dies ist die Wohnung deines Frauchens und du bist wahrscheinlich ein kleines Hündchen, das hier gestorben ist. Und dieses kleine Hündchen ist einer der tollsten Charaktere im gesamten Spiel. Der ist so großartig. Gestorben? Ich bin also tot? Die Toten verlieren ihr Gedächtnis. Sie wissen nicht einmal mehr, wie sie aussehen. Und daher nehmen sie die Gestalt dieser blauen Flamme an. Oh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Fräulein Carmilla. Mein Fräulein Carmilla ist in Gefahr. Nicht Carmilla, nein. Carmilla ist aus Gurren Lagann. Übrigens ein sehr cooler Anime. Total durchgedreht und over the top, aber cool. Du meinst, du erinnerst dich? Du weißt, wer du bist? Genau, ich bin Rakete. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich habe das Spiel ursprünglich auf Englisch gespielt. Da heißt der Missile. Ich finde, das klingt auch besser als Rakete. Aber Rakete ist halt die deutsche Übersetzung zu Missile. Ich finde, das hätten sie einfach als Missile lassen sollen. Also, falls ich ihn irgendwann mal Missile nennen sollte, dann wundert euch nicht. Das ist halt der englische Name. Ich bin ein Zwergspitz. Aha. Also können die Toten ihr Gedächtnis wieder erlangen. Danke für die Information, kleines Hündchen. Fräulein Carmilla! Fräulein Carmilla! Mein Fräulein Carmilla ist in Gefahr. Ich habe geschworen, sie mit meinem Leben zu schützen. Aber ich bin gestorben, bevor ich sie retten konnte. Wie konnte ich sie nur so enttäuschen? Also, sorgst du dich mehr um die Sicherheit deines Frauchens als um deinen Tod, was? Ich bewundere deinen Mut, kleines Hündchen. Dann drehen wir die Zeit mal auf 4 Minuten vor dem Tod des kleinen Rackers zurück. Zeit, dem Kleinen das Leben zu retten. Meine Informationen wurden hinzugefügt. Und wir drehen die Zeit zurück. Mit dieser schönen Sequenz. Also, ich finde, das sieht echt cool aus. Ist halt nur kurz, aber dafür, dass es ein DS-Spiel ist. So, 4 Minuten vor dem Tod. Mal sehen. Erstmal versuche ich, mehr über deinen Tod in Erfahrung zu bringen, Kleiner. Entschuldigung, aber wo genau sind wir? Was? Du bist mir gefolgt? Ich bin dir gefolgt, oder du hast mich mitgebracht. Eines von beidem. Wie es scheint, können die Toten sich zusammen fortbewegen. Dies ist das Land von 4 Minuten vor deinem Tod. Wirklich? Wir sind wirklich hier? Das bedeutet also, dass du Fräulein Carmilla retten wirst, oder? Bist du nicht einmal überrascht? Wir sind schließlich gerade durch die Zeit gereist und... Nicht wirklich überrascht. Schau, Fräulein Carmilla kann auf 2 Beinen laufen, aber ich kann das nicht. Wenn sie also etwas kann, ist es auch nicht merkwürdig, dass du in der Zeit zurückgehen kannst. So siehst du das... Bö. Ey, ich hab's heute echt mit dem Vorlesen. So siehst du das also, was? Nun... Scheint mir ganz vernünftig zu sein. Und ja, eigentlich ist das ja total logisch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Der Hund hat irgendwo mit dieser Argumentation recht, ne? Komm schon, legen wir los. Okay, wir schauen erst, was in deinen letzten 4 Minuten passiert ist und retten so Carmilla. Genau wie damals, als ich Lynn auf dem Schrottplatz gerettet habe. Ja, damals, was in-game vor einer halben Stunde passiert ist, mein lieber Sissel. Durch genaues Hinsehen sollten wir ein paar Hinweise finden. Halte die Augen offen. Klar doch. Überlass es mir, ein paar Hinweise zu erschnüffeln. So, dann wollen wir uns das Ganze mal ansehen. Ich kann jetzt leider noch nichts machen. Was hat sie unter dem Sofa gemacht? Ach so, sie hat die Fernbedienung gesucht. Okay. Aha, Musik. Ja, Fernsehen. Und Missile Bells. Diese Rakete. Boah. Der Köter soll still sein! Die Frau macht mir Angst. Also wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr. Nein, Rakete, du darfst nicht bellen. Die Lady nebenan ist sogar noch unausstehlicher als sonst. Wenn er noch einmal bellt, reiß ich die Wand ein! Oho, was für eine unleidige Dame.
Möchtest du, dass sie die Wand einreißt, mein Lieber? Ah, warum bellst du überhaupt so viel? Du bist süß, aber sie dreht uns den Hals um, wenn du weitermachst, okay? Mist, ich wollte wirklich gerne fernsehen. Hey, ich weiß. Ich höre einfach ein wenig Musik. Ach, Rakete ist so cool. Aha. Oh. Puh, das war knapp. So, jetzt hat sie die Kopfhörer auf. Die hatte sie auch auf, als sie gefesselt vor dem Weihnachtsbaum da lag. Ich habe heute Lust auf Donuts. Okay, aber wo ist der einen Schritt voraus, Django? Ich weiß immer noch nicht, also ich habe... Oh, eine Maus. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was wir machen können, um den einen Schritt voraus... Tango? Oder wie hieß der? Ich reiße diese Wand ein! Wie wir den aufhalten können, weil... Bisher sieht das irgendwie nicht so aus, als könnten wir irgendwas machen. Aber mal schauen. Oder ist er? Und sie kriegt nichts mit, weil sie Musik hört. Ich hasse es, wenn Arbeit aus dem Nichts auftaucht. Das muss ich als Sonderkosten angeben. Die Buchhaltung sieht das nicht gerne. Aber da kann man wohl nichts machen. Tut mir leid, Kleiner. So, und da stirbt er. Okay. Das sind also die 4 Minuten vor Missiles Tod. Das ist also die Geschichte, die sich 4 Minuten vor deinem Tod abgespielt hat. Oh, schau mal, ich bin tot. Ich bin offen gestanden schockiert. Okay, dann wollen wir sie ja mal retten. Mal sehen, wie stellen wir das an? Am einfachsten wäre es, wenn du diesen Mann kräftig in den Schenkel beißt. Oh, ich glaube nicht, dass ich das kann. Immer wenn jemand kommt, den ich nicht kenne, dann will ich ihm sagen, Willkommen! Ich kann nicht anders. Dann können wir wohl nur die kleine Lady dazu bringen, sich selbst zu helfen. Oh, ich glaube nicht, dass sie das kann. Hast du gesehen, wie sie sich diese roten Dinger auf ihren Kopf getan hat? Rote Dinger? Oh, du meinst diese Kopfhörer. Immer wenn sie das tut, dann war's das. Ich kann sie so lange rufen, bis mein Hals wehtut, aber sie hört mich nie. Ehrlich gesagt, ich hasse diese roten Dinger. Du hast recht. Mit diesen Kopfhörern hört unsere kleine Lady nicht einmal den Schuss. Das könnte der erste Hinweis sein. Jetzt wissen wir, dass wir etwas dagegen tun müssen. Okay, dann wollen wir doch mal. Nochmal 4 Minuten zurück. Jetzt können wir endlich was machen. Okay, erstmal schauen. Wir können nicht in die Fernbedienung, leider. Wir können nur in den Schrank und hier hoch. Wir bleiben erstmal im Klappschirm, denn ich glaube, ich weiß noch, was wir hier machen müssen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie die Rätsel funktionieren, weil ich es schon so lange nicht mehr gespielt habe. Aber, aha. Ich werde das Schicksal der kleinen Lady nicht durch Rumstehen ändern. Der Eindringling in Schwarz betritt in nur 4 Minuten dieses Zimmer und meine Geistertricks sind auch keine allmächtige Wunderwaffe. Wenn ich die kleine Lady retten möchte, muss sie kooperieren. Zunächst muss ich alles loswerden, was mir im Weg sein könnte. Das sind erstmal die Kopfhörer und ich meine mich zu erinnern, dass, wenn sie die Kopfhörer hochhebt, ja, da kommt die komische Lady, wenn sie die Kopfhörer hochhebt, dann hat sie die ja erst nicht richtig und wenn wir dann den Schirm ausfahren, müsste der Schirm eigentlich die Kopfhörer, also ich kann den ja einmal ausfahren, plopp, das bringt aber so noch nichts. Ich fahre den mal wieder hoch. Oh, das war knapp. Du hast fast die roten Dinger runtergeworfen. Hey, da könntest du etwas gefunden haben. Wenn wir die Kopfhörer ins Aquarium werfen, kann Camila sie nicht benutzen. Aber wenn wir sie da reinwerfen, wird Lynn mit ihr schimpfen. Tu einfach so, als wäre es deine Schuld. So machen ehrbare Krieger das. Okay, aber du hast Fräulein Lynn offensichtlich noch nie wütend erlebt. Okay. Ach so, das war das Ja-Blabla, das kennen wir schon, das müssen wir jetzt noch nicht nochmal lesen. Aber was ich meinte, sie kann die Kopfhörer erst nicht richtig greifen und wenn wir in dem Moment den Schirm ausfahren, müssten die Kopfhörer dadurch eigentlich ins Aquarium gestoßen werden. Oh, das ist nicht gut. Fräulein Camila wird diese roten Dinge auf ihren Kopf setzen. Ja, ich weiß, und dann ist alles vorbei. Sie wird keinen Ton mehr hören. Was soll ich tun? Ich muss genau das richtige Timing haben, so. Und zwar jetzt. Haha! Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ist zwar schade um die Kopfhörer, aber... Wie habe ich das geschafft? Lynn hat diese Kopfhörer gerade erst gekauft. Die schönen Dinger. Wir sollten ja einfach sagen, dass du es warst, Rakete. Boah, ist die gemein. Naja. Ach, Rakete ist so toll.
Verdammt, jetzt kann ich auch keine Musik hören. Die Götter scheinen mir heute Streiche zu spielen. Tut mir leid, Fräulein Carmilla, aber nur so kann ich dich retten. Hältst du dich jetzt schon für einen Gott, oder wie? Hä? Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Das Wichtigste ist, dass wir die Lage geändert haben. Ah, das stimmt. Zumindest können wir uns jetzt auf die Ohren der kleinen Lady verlassen. Aber das bringt uns ja nichts. Ich meine, sie kann sich ja nicht gegen den einen Schritt voraus Typen wehren. Und wir haben jetzt auch keinen Kern mehr, den wir irgendwie kriegen können. Das ist doof. Moment, das kann ich aufmachen, ne? Da ist aber auch nichts drin, was mir jetzt irgendwas bringt. Deswegen müssen wir mal abwarten. Ich habe heute Lust auf Donuts. Kann ich in die Donutschale? Oder kann ich in den Donut? Moment. Aber was machen wir jetzt? Wenn wir nicht noch etwas unternehmen, passiert am Ende noch das Gleiche. Wenn ich nur scharfe Zähne und mehr Aggressionen hätte. Wir können Mörder nicht daran hindern, einzutreten. Also... Oh, ich habe eine Idee. Warum verstecken wir Fräulein Carmilla nicht? Das wäre eine gute Idee, aber... Unter dem Sofa vielleicht, ne? Verstecken? Was? Auf so eine Idee kann auch nur ein Hund kommen. Machst du dich lustig über mich? Aber... Wo könnte man eine Lady in diesem Zimmer verstecken? Unterm Sofa, Junge. Ich glaube, ich hab's. Es gibt nur ein Problem. Wie bekommen wir Fräulein Carmilla dorthin? Genau. Wenn ich selbst von Carmilla Besitz ergreifen könnte, wäre das kein Problem. Aber das kann ich nicht, also müssen wir sie hier locken. Was kann ich mit den Gegenständen hier im Raum anstellen? Ich versuche einfach alles, bis ich es gefunden habe. Und ich schaue dir zu und feiere dich an. Cecil, Cecil, Cecil! You can do it! Okay, Moment. Ich kann den Wagen bewegen und ich kann die Schüssel rütteln. Bringt mir das irgendwas? Moment, wenn ich den Wagen bewege. So. Und dann kann ich die Schüssel rütteln. Jetzt ist da unten ein Donut. Das bringt mir, glaube ich... Hey, das ist eine Maus! Das bringt mir aber, glaube ich, jetzt erstmal... Moment. Ich kann... Das muss ich jetzt wieder timen. Ich kann von hier aus da rüber und da runter. Und jetzt kann ich die Tür öffnen und die Ratte damit wegschleudern. Pack. Na? Okay, war es das jetzt? Oder Rakete, nein! Ah, wir haben sie... Wow, das war aber einfach, sie unter das Sofa zu locken. Was machst du denn da unten, Dummerle? Oh, meine kleine Rakete. Du bist ein ganz süßer. Wenn er jetzt reinkommt. Okay, das war wesentlich einfacher, als sie gedacht hatte. Wunderbar, direkt beim ersten Mal geschafft. Niemand da, ha? Huh? Mein Opfer muss ja irgendwann nach Hause kommen. Bis dahin mache ich es mir einfach gemütlich. Okay. Boah, der hat sich gerade... Was für einen riesigen Mund hat der, dass der sich einen Donut auf einmal reinschieben kann? Na also, wir haben das Schicksal der kleinen Lady verändert. Haben wir das? Sie zittert noch immer vor Angst. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Und schau, du bist nicht tot. Oh, du hast recht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft! Nun ja, genau genommen hast du es geschafft. Hä? Ich? Ich habe Fräulein Carmilla gerettet? Genau. Du hast sie schließlich unter das Sofa gelockt. Du hast dein Frauchen gerettet, das kann ich bezeugen. Oh. Oh, danke. Wunderbar. Darf ich dich etwas fragen? Sicher, was denn? Was sind das für komische Kräfte, die du hast? Oh, du meinst die Geistertricks? Damit kann ich unbelebte Gegenstände manipulieren. Wenn das Geistertricks sind, kann ich das dann auch? Ich bin schließlich auch tot. Ich schätze schon. So funktioniert es doch, oder? Ich starre diese Donuts jetzt schon ganz lange an. Aber sie bewegen sich nicht. Woran könnte das liegen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du diese Kräfte einfach nicht. Nun, dann bleibt mir nur noch eines zu sagen. Das ist unfair! Tut mir leid, aber vielleicht erhalten nicht alle Toten die Kräfte der Toten. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Dein Tod wurde ausgelöscht. Du wirst einfach wieder ein fröhliches Hündchen sein und ein fröhliches Hundeleben führen. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Aber wir sehen uns doch wieder, oder?
Ja, vielleicht, wenn du nochmal stirbst. Was du heute für mich getan hast, ich werde es nie vergessen. Jetzt sollten wir aber wieder in die Gegenwart zurück. Ich bin gespannt, was in unserer nächsten Geschichte passiert. Ich auch. Ich meine, wir müssen jetzt noch Lynn noch retten, sie davor bewahren, dass er sie umbringt. Und so entsteht eine neue Gegenwart. Die kleine Lady zittert noch immer vor Angst. Und das kleine Hündchen wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Und was soll ich jetzt tun? Ich schaue lieber erst ein bisschen zu. Na toll. Aber nun gut, nur wenn wir zuschauen, können wir erfahren, was passiert. Wer ruft denn jetzt da an? Ruft er nicht eigentlich bei seinem Chef an? Was? Immer noch am Schrottplatz? In Ordnung, verstanden. Ich bin auf dem Weg. Mein Opfer scheint Verstecken zu spielen. Offensichtlich hat sie noch nicht genug von diesem Schrottplatz. Ich kann nicht zulassen, dass der kurzsichtige Jigo meine Lorbeeren erntet. Ich muss mich beeilen. Ah, das heißt, sie kommt gar nicht hier in das Apartment. Das ist natürlich praktisch. Wunderbar. Dann haben wir jetzt Rakete und die kleine Dame gerettet. Sehr schön. Ach, wieder eine gute Tat vollbracht. Und da werden noch einige Folgen in dieser Nacht. Was war das denn? Du hast mich gerettet, oder, Rakete? Ich weiß, dass du es warst. Vielleicht sollte ich nicht rangehen. Doch, geh ran. Das müsste Lynn sein, soweit ich mich erinnere. Lynn! Ja, wusste ich's doch. Trickzeit. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder rüberkommen. Denn ich möchte ja wissen, wo Lynn jetzt steckt. Ja, schneller drehen. Ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass wir später nochmal hier in dieses Zimmer kommen, denn hier wird sich später auch noch einiges abspielen. Das Spiel ist relativ lange, also wir werden viel, viel machen können. Und wir werden auch auf die Charaktere nochmal treffen. Also Lynn werden wir auf jeden Fall noch sehr oft treffen, Rakete werden wir noch sehr oft treffen. Und da wird noch einiges passieren, ich möchte nicht zu viel verraten. So, hey, ich kann... Da liegt das kleine Hündchen auf dem Boden und verschläft das Leben, das wir so mühevoll gerettet haben. Das ist schön und gut, aber was ist das für ein Kern? Die Toten können nicht von Lebewesen Besitz ergreifen. Das hat mir doch Herr Schreibtischlampe beigebracht. Was macht also ein lebender, atmender Hund mit einem Kern? Ich sollte Besitz von ihm ergreifen und es herausfinden. Sollte ich tun, ja. Aber eigentlich wollte ich nochmal zurück, weil gerade eben war so eine Gedankenblase, die wollte ich eigentlich nochmal angucken, aber naja. So. Oh, du bist es, du bist es. Du heißt... Da fällt mir ein, dass ich dich noch gar nicht nach deinem Namen gefragt habe. Also, ist es wohl gut, dass wir uns wieder über den Weg laufen, wie? Das ist unsere Chance, uns ordentlich miteinander bekannt zu machen. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du meinen Namen schon wieder vergessen hast? Nach alledem, was wir zusammen durchgemacht haben, nach dem Drama, den Freudentränen, ich bin Rakete! Aber, weißt du, irgendwie ist es schon merkwürdig. Wie kannst du dich an mich erinnern, wo du doch wieder lebst? Erinnerst du dich an die Zeit, als du tot warst? Natürlich, an alles. Okay, habe ich das richtig verstanden? Die Erinnerung an das Todsein verschwindet nicht? Und die Toten, die ich in der Geisterwelt treffe, erhalten einen Kern, wenn sie wieder leben? Und wenn ich Besitz von diesem Kern ergreife, kann ich mit ihnen reden? Sieht ganz danach aus. Das ist natürlich sehr interessant zu wissen. So, das ist die Gedankenblase. Ein Anruf von Len? Klingt ernst, ich frage mich, worüber sie wohl reden. Ich sollte Besitz von diesem Telefon ergreifen und mithören. Aber das ist jetzt eine sehr interessante Sache, die wir erfahren haben, dass wir mit den Wiederbelebten auch nochmal reden können. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Aber erstmal wollen wir jetzt das Gespräch belauschen. Wir sind halt ein kleiner Spanner als Geist. Camilla, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich weiß nicht, ob es mir gut geht. Du wirst nicht glauben, was gerade... Hör zu, du musst sofort von da verschwinden. Aber... Was ist mit dem Essen? Ich dachte, wir könnten Spaghetti. Ich werde eine Weile nicht zurückkommen und auch du bist in dem Haus in Gefahr. Aber ich war schon in Gefahr. Vor ein paar Minuten triff dich mit mir im Hühnchenparadies. Du weißt schon, das Restaurant in der Endstationstraße. Was für ein komischer Name. Endstationstraße? Ich weiß nicht, das ist ziemlich weit weg. Beeil dich einfach, okay? Oh, und noch eine Sache. Bring die Spieldose mit, okay? Spieldose? Ich liebe Spieldosen. Ist das ein Geschenk für mich? Leider funktioniert sie nicht. Nicht einmal der Deckel lässt sich öffnen. Dann kannst du sie auch nicht wirklich Spieldose nennen, oder? Vielleicht eher Dose?
Bring sie einfach mit, okay? Sie ist ziemlich groß und aus Holz. Okay, mache ich. Wo ist sie? Sie ist in dem Zimmer versteckt, in dem du gerade bist. Wer ist das denn? Ein Taubentyp. Entschuldigen Sie. Ah! Oh nein, jetzt hat sie das Telefon geschrottet. Ich glaub's nicht. Nicht schon wieder. Oh. Aber wer war dieser Taubentyp? Verdammt, jetzt habe ich auch noch das Telefon hineinfallen lassen. Wir sagen einfach wieder, dass du es warst. Okay, Rakete? Und Rakete stimmt zu. Ich hoffe nur, dass es ihr gut geht. Ich sollte mich auf den Weg machen. Ich weiß, wo die Endstationstraße ist, aber ich habe hier keine Spieldose gesehen. Wie soll ich sie nur finden? Weißt du, wo sie ist, Rakete? Da können wir ihr doch bestimmt helfen. Hilf mir suchen, ja? So, Trickzeit. Ab geht's. Das Telefon ist nun wohl auch tot. Wie groß ist die Chance, dass sowas passiert? Unsere kleine Lady scheint ein wenig tollpatschig zu sein. Ja, ich bin manchmal auch etwas tollpatschig. Es kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber ab und zu doch immer mal wieder. Als nächstes wirft sie noch das arme kleine Hündchen ins Aquarium. Der kann Gott sei Dank noch nicht kaputt gehen. Egal, irgendwas passiert damit, Lynn. Ich sollte Kamina helfen, ihren Schatz zu finden. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein Gedächtnis verloren habe, aber ich kann mich nicht erinnern, was eine Spieldose ist. Was? Na gut. Reden wir erstmal nochmal mit Missile. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Jetzt ist es an dir zu glänzen. An mir? Was meinst du? Mit deiner tollen Nase kannst du dir doch sicher aus der Patsche helfen. Oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Nach welchem Geruch soll ich denn suchen? Oh, ich weiß nicht recht. Oh. Hey, komm schon. Ich kann nicht alles für dich erledigen. Schon okay, ich habe kein schlechtes Gewissen. Jetzt werde ich schon von einem Hund getröstet. Es kann nicht schlimmer werden, oder? Du bist tot, wirst von einem Hund getröstet. Aber du hast Geistertricks, das ist auch cool. Wenn du nicht am Ende dieser Nacht verschwinden würdest, ne? Okay, dann gucken wir mal. Erschrecken wir sie mal. Wobei sie jetzt gar nicht gesehen. Na gut. Ich meine mich zu erinnern, dass die Spieldose da oben ist. Seht ihr das? Direkt über mir ist jetzt so ein Kern. Und da ist so eine Klappe. Oh, mal gucken. Da oben, seht ihr das? Das sieht auch so aus, als wäre da eine Spieldose. Ja, da oben ist die Spieldose, genau. Aber da kommen wir von hier aus nicht dran, deswegen muss ich das mal schneller drehen lassen. Dann müsste das, glaube ich, durch die Fliehkräfte weiter nach oben steigen. Wunderbar. Ja, das war nicht gut getimed. Das ist gut getimed. So. Wunderbar. Dann drehe ich mal den Riegel auf. Vor allem, warum ist da oben überhaupt so viel Platz? Und wie hat sie es geschafft, das da oben zu verstecken? Naja, wie auch immer. So. Bitteschön. Diese hölzerne Kiste, die da runtergefallen ist. Vielleicht ist das ja die Spieldose, nach der wir suchen. Die kleine Lady wird es wissen, wenn sie sie sieht. Wir sind ganz nah dran. Da muss man jetzt sie nur noch darauf aufmerksam machen. Ich frage mich gerade, ob wir doch wirklich noch hier hinkommen, weil das schneller drehen und das, was hier drin ist. Oh, Moment, ich muss das wieder langsamer drehen lassen, sonst kommen wir nicht runter. Ich glaube, wir kommen doch nicht mehr hier hin, weil wir benutzen ja hier alle Items jetzt. Also auch das schneller drehen und den, das Musik abspielen. Aber ich weiß nur, dass wir in andere Gebiete mehrmals kommen. Zum Beispiel zum Schrottplatz werden wir nochmal hinkommen, aber dann anscheinend nicht in die Wohnung. Wie auch immer, wenn wir hier Musik abspielen, dann müssten wir sie eigentlich auf die Dose aufmerksam machen, oder? Na? Ah, geht doch. Das ist sie, die Spieldose. Juhu! Und eine weitere gute Tat vollbracht. Hoffe ich zumindest. Also. So, ich lasse die Fernbedienung hier. Aber rühr sie nicht an, Rakete. Wenn der Fernseher angeht, fängst du an zu bellen. Ich will dich nicht platt unter dieser Wand finden, wenn ich heimkomme. Oh Gott, wenn die Frau sowas wirklich macht. Oh, stellt euch mal vor, die klopft. Euer Nachbar klopft so fest gegen die Wand, dass die einbricht. Okay, ich gehe jetzt, Rakete. Ich muss Lynn helfen. Sie ist wie eine Schwester für mich, weißt du? Sei schön brav, während ich weg bin. Und nicht bellen. Nicht bellen, hat sie gesagt, Rakete. So, diese Musik heißt eigentlich, dass das Kapitel jetzt zu Ende sein müsste. Und dieser Text
bedeutet auch, dass das Kapitel jetzt eigentlich zu Ende ist. Es ist halt immer so, in einem Kapitel ist es meistens so, dass man ein Leben rettet oder manchmal mehrere. Aber meistens rettet man halt ein Leben in einem Kapitel. Noch immer keine Ruhe für die kleine Lady. Und auch der Rotschopf Lynn steckt mal wieder in der Krise. Auch ich bin gerade in der Apache. Solange der Hörer im Aquarium liegt, bin ich in dieser Wohnung gefangen. Ich würde mich auch gern einfach zusammenrollen und schlafen, aber ich habe zu tun. Die Frage ist nur, wie ich hier wieder herauskomme. So, Kapitel geschafft, würde ich mal sagen. Aktuellen Zeitpunkt speichern, ja, natürlich. Und ihr wisst, was das heißt, wir setzen das Spiel nicht fort. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich mich dieses Mal sehr oft versprochen habe beim Vorlesen und sehr viel verhaspelt habe. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird das dann besser. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich halt auch so ein bisschen krank noch bin und naja, egal. Ich will mich jetzt hier nicht rausreden, es ist halt passiert. Bei so viel Text, ja, beim ersten Kapitel habe ich es aber nicht so oft versprochen. Aber ist ja jetzt auch egal. Das Video geht schon lang genug, das müsste jetzt wieder 40 Minuten sein, so wie der erste Part. Wobei der erste waren sogar fast 50, ne? Wie auch immer, so um die 40 Minuten jedes Kapitel, das wird wahrscheinlich hinkommen. Könnt ihr da euch drauf einstellen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao!